Lea Sophie verhungert. Sarah misshandelt. Kevin zerstückelt. Kaum ein Tag vergeht ohne Schreckensmeldung. Was ist los in Deutschland? Kann dieses Land, dem es an Nachwuchs fehlt, seine Kinder nicht mehr schützen? Und was tun eigentlich die Jugendämter? In Bad Ems im Lahntal fanden wir ein Jugendamt, das bereit war, sich mehrere Wochen bei der Arbeit beobachten zu lassen. Beim Kampf gegen den täglichen, ganz normalen Erziehungsnotstand. Nur ein paar Meter Etagenflur beansprucht das Jugendamt für sich, im Kreishaus Bad Ems. Hier am Ende des Gangs sitzt der ASD, der Allgemeine Soziale Dienst, eine Art Feuerwehr des Amts. Zwar hat der Aufruhr in den Medien um das Kindersterben für neue Planstellen gesorgt, aber die konnten nicht besetzt werden. Den bisherigen Bewerbern schien die Arbeit hier zu belastend. Und wer ist jetzt gewalttätig? Der ist gewalttätig und bedroht die Kinder. Wir sind im Büro von Rainer Lehmler und Kollegin Efi Fatepur. Eine Stunde am Morgen sind alle Telefonleitungen für Notleidende und Ratsuchende offen. Guten Morgen. Aber der Gefährder ist doch an sich weg. Sie sagten, lebt doch getrennt, oder wie ich? Blöd, wenn sie sich jetzt absetzt, dass sie sofort die Polizei einschalten, ja? Mehr können Sie im Moment machen. Oft geht es um Leben und Tod, schon am Morgen, auch im Büro nebenan. Die Frage ist dann, wie drohend ist die Gefahr? Müssen Kinder aus ihren Familien herausgenommen werden, damit nichts Schlimmeres passiert? Die sogenannten In-Obhut-Namen häufen sich dramatisch. Ruth Karl berührt das jedes Mal sehr. Also man geht die ja wirklich nur dann, wenn Kinder zum einen gefährdet sind oder eben dann auch wie bei diesen ganz kleinen Kindern schwer misshandelt. Und wenn Eltern dann nicht in der Lage sind, das einzusehen und die Mängel abzustellen. Die beiden Dinge müssen ja zusammenkommen, ne? Sie haben auch so einen Fall, ne? Ich habe auch so einen Fall, ja. Ja, ich habe auch so einen Fall, wo eine Mutter ihr Kind, ihr paar Monate altes Kind schwer misshandelt hat. Ja, habe ich auch. Es hat fast jeder von uns so einen Fall. Bilder, wie wir sie aus den Medien kennen, auch in Bad Ems. Ich hoffe, das kommt, dass man das sehen kann. Das ist ja diese Blaufärbung.